Hallo, mein Name ist Frank Kodiak. Ich bin Schriftsteller und ich darf heute hier einen ganz besonderen Gast begrüßen. Andreas Winkelmann sitzt heute hier neben mir. Er hat packende Thriller geschrieben wie Das Haus der Mädchen, Die Lieferung, Der Fahrer. Herzlich willkommen, Andreas. Danke. Ich freue mich auch, dich mal wiederzusehen. Andreas, wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Kannst du dich noch an unser Kennenlernen erinnern? Ich kann mich sogar noch sehr genau an den Tag erinnern. Einen Tag vorher hatte ich Geburtstag und ich war gerade mit meinem Schreibpensum fertig und wollte Schluss machen. Es war schon später am Abend. Und ich hatte mir vorgenommen, mir ein kleines Gläschen von diesem sündhaft teuren Whisky zu gönnen, den ich am Vortag zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und plötzlich warst du dann da. Mit dieser Wahnsinnsidee, einen Roman zu schreiben über einen Schriftsteller mit gespaltener Persönlichkeit, der in einem einsamen Haus am Waldesrand lebt. Das kam mir dann gleich irgendwie bekannt vor. Und ja, dann haben wir die ganze Nacht darüber geredet, haben diskutiert, haben an dem Plot gefeilt. Du hast dabei meinen Whisky weggetrunken. Und am Ende stand dann aber die Idee zu Nummer 25, deinem allerersten Thriller. Und das Besondere daran ist ja, dass es eine Schlüsselszene gibt in dem Roman. Ein kleiner Junge wird von seinen Spielkameraden an ein Schaukelseil geknüpft. Die kriegen ihn dann nicht wieder runter. Das Seil hat sich um den Hals verwickelt und die Spielkameraden hauen ab, geraten in Panik. Der Junge hängt da, droht zu ersticken. Die Luft wird immer knapper, das Gesicht immer blauer. Und in letzter Sekunde kommt seine Mutter und rettet ihn. Die hatte das vom Küchenfenster aus gesehen, was da passiert. Und dann ist er nochmal so davongekommen. Und diese Szene habe ich mir nicht ausgedacht. Die habe ich selber erlebt, als ich 4 Jahre alt war. Ich wusste das nur nicht mehr. Ich hatte keine Erinnerungen mehr. Aber du, lieber Frank, als du aus den Tiefen meines Kopfes aufgetaucht bist, hast du genau diese Erinnerung wieder mit hochgebracht. Und das ist das Besondere, was uns verbindet bei deinem allerersten Roman. Wir sind uns doch ziemlich ähnlich, oder? Ja, wir sind uns schon ähnlich. Aber es gibt auch Unterschiede. Du schreibst ausschließlich nachts und ich tagsüber. Du schreibst noch viel per Hand. Ich schreibe ausschließlich am PC. Du magst kein Social Media, bist mehr so dieser Eigenbrötler. Und außer du isst deine Spaghetti mit Senf statt mit Ketchup oder Tomatensauce und du trinkst deinen Kaffee kalt. Und das muss ich auch mal sagen, Frank, du bist entsetzlich unordentlich. Wenn ich morgens ins Büro komme, muss ich immer erst deine Kaffeetassen wegräumen und dein übriges Geschirr und das ist auf Dauer schon echt nervig. Aber unsere Fantasie, die ist ähnlich, finde ich. Winkelmann ist düster und psychologisch ausgefeilt. Du, Frank, bist abgrundtief schwarz und hart. Ja, da würde ich dir vollkommen zustimmen. Wenn ich nach deinen Top 3 Leseempfehlungen frage, wäre ich dann dabei? Ja, aber natürlich bist du dabei, Frank. Stephen King ist noch mit dabei mit seinem Buch Sarah und David Eagleman mit The Brain. Das ist ein Sachbuch darüber, wie unser Hirn funktioniert. Und natürlich du mit deinem neuen Buch Amissa, Die Verlorenen. Das erscheint ja am 2. November im Drömer Verlag. Ich durfte es vorab schon lesen und ich muss sagen, ich bin begeistert, Frank. Du hast dich selbst übertroffen. Du zeigst uns in Amissa Bilder, die wir gar nicht sehen wollen. Aber wegschauen ist auch nicht möglich, weil diese Geschichte so eine unheimliche Sogwirkung hat und so beängstigend realistisch ist. In Amissa geht es ja um eine private Hilfsorganisation, die weltweit nach vermissten Personen sucht. Wie gefällt dir diese Idee? Deine Idee gefällt mir richtig gut, Frank. Das hat es so noch nicht gegeben. Das ist richtig neu. Also eine weltweite Hilfsorganisation, die nach vermissten Personen sucht. Netzwerk aus Hackern, Sachbearbeitern, Ermittlern, Detektiven, die da ansetzen, wo die Polizei nicht weiterkommt. Und das alles finanziert durch Spenden und durch den Fonds eines schwerreichen Schweizer Unternehmers. Es klingt wirklich spannend. Und wenn man dann noch weiß, dass aber auch bei Amissa bei dieser Organisation nicht nur gute Menschen arbeiten und man ahnt, irgendwas in den Reihen von Amissa läuft verkehrt, dann klingt das für mich richtig gut. Amissa wird ja eine Reihe. Was hältst du davon? Das finde ich richtig gut. Ich selbst schreibe ja auch gerade eine Reihe. Meine beiden Hauptprotagonisten, Jens Kerner und Rebecca Oswald, die haben ja schon im Haus der Mädchen ermittelt, in der Lieferung und in diesem Jahr haben sie in Der Fahrer ermittelt. Nächstes Jahr sind die beiden dann dran ja. Mit... Aber es geht ja jetzt um mein Buch. Ja, entschuldige, stimmt. Also Serie. Ja, ich finde ja, wenn man eine Serie schreibt, dann muss es Protagonisten, Persönlichkeiten geben, denen man gerne durch mehrere Bücher hinweg folgt. Und ich finde, mit Jan und Rika Kanzius,
deine beiden Hauptdarsteller in Amisar hast du Figuren erschaffen, die das Potenzial haben, auch eine ganze Serie zu tragen. Jan Cantius, der gescheiterte Ex-Bulle, der es mit dem Gesetz nicht mehr so genau nimmt und halt tut, was getan werden muss und dabei auch schon mal richtig hart sein kann. Und dann Rika, eine junge Frau aus der Karibik, die von Menschenhändlern nach Europa verschleppt wurde. Jan hat sie befreit, die beiden haben sich verliebt, geheiratet und arbeiten jetzt beide zusammen bei Amisar. Warum würdest du mein Buch kaufen? Wenn ich mir vorstelle, wie das in der Buchhandlung steht, im Regal, und ich komme da rein und ich sehe das Cover mit diesem riesengroßen, plakativen A darauf, da würde ich gleich darauf zusteuern, weil das wirklich ein Eye-Catcher ist. Ja. Wo du es gerade ansprichst, warte mal. Das ist das A, von dem Andreas gerade gesprochen hat. Ja, genau. Was ich gesagt habe, dieses schöne große A, das ja einerseits für Amisar steht, andererseits aber ist es natürlich auch der Anfangsbuchstabe meines Namens. Und ja, aber es geht ja jetzt nicht um dich. Ja, entschuldige. Genau, also einmal das Cover und der Klappentext. Der Klappentext würde mich sofort neugierig machen. Es steht ja hinten drauf, es darum geht, dass junge Mädchen nach einem Umzug verschwinden. Also die müssen mit ihren Eltern in eine neue Stadt ziehen, die Freunde sind weg, eine neue Schule. Das ist eine richtige Ausnahmesituation und die Teenager rebellieren und man denkt am Anfang, die sind einfach abgehauen. Aber das stimmt nicht. Die verschwinden unter anderen Umständen und Jan und Rika ermitteln das und eine Spur führt dann zu dieser Hilfsorganisation Amisar. Das ist ein toller Plot, würde ich sofort kaufen. Okay, danke. Stell dir vor, wir beiden Bad Boys der düsteren Spannung würden zusammen einen Thriller schreiben. Worum würde es gehen? Wir beide schreiben zusammen einen Thriller, Frank, das ist eine geniale Idee, da habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Na, das Thema ist klar, wenn wir einen Thriller schreiben, muss es natürlich düster sein, es muss hart sein, es müssen Menschen ums Leben kommen, es muss einen Fall zu ermitteln geben. All diese Dinge, die in einen Thriller gehören. Wer dürfte dann was schreiben? Also so spontan würde ich sagen, du schreibst alle Szenen, die nachts spielen. Ich schreibe alle Szenen, die tagsüber spielen. Du schreibst aus der Sicht der Ermittler. Ich schreibe aus der Sicht des Psychopathen. Moment, da muss ich kurz unterbrechen. Also dass ich nachts schreibe und du tagsüber und die Szenen sich dann dementsprechend auch wiederfinden, das kann ich ja noch verstehen. Aber warum darfst du dem Psychopathen schreiben und ich nicht? Ja, ich habe mir halt gedacht, also dafür braucht es auch schon einiges an Erfahrung. Ah, jetzt kommt die Erfahrung ins Spiel. Weil du schon 15 Bücher geschrieben hast und ich erst 4. Geht's darum? Stell dir das nicht so einfach vor, Frank. Es ist also wirklich schwierig, sich in den Kopf eines Mörders hineinzuversetzen. Nein, mein lieber Andreas, ich bin mir sicher, dass ich das genauso gut kann wie du. Ja, ich sehe schon, Frank, okay. Ich glaube, da müssen wir beide nochmal kopfintern drüber diskutieren. Aber die Idee an sich, die ist wirklich gut. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Andreas, würdest du dann auch mit mir auf Lesetour gehen? Also Frank, wenn ich mich richtig erinnere, dann waren wir beide schon zusammen auf Lesung unterwegs, weißt du nicht mehr. Ich habe damals die erste Hälfte der Lesung gemacht, dann gab es eine kurze Pause und danach warst du dann auf der Bühne und ich saß im Publikum. Das hat richtig Spaß gemacht und wir hatten auch die Lacher auf unserer Seite, weil in der ersten Hälfte, da war der Winkelmann freundlich, offen, eloquent und dann kamst du, Frank. Schlecht gelaunt, weil du einen schlechten Tag hattest, kurz angebunden, warst auch ein bisschen unhöflich zu deinen Gästen. Aber gerade dieser Kontrast, der hat dafür gesorgt, dass das Publikum sich köstlich amüsiert hat. Das hat funktioniert. Ich denke, wenn wir wieder auf Lesetouren gehen, dann sollten wir das so beibehalten. Würde ich gern mit dir machen. Ich sehe dich ja als Mentor. Wie siehst du das? Wie habe ich mich entwickelt? Bist du zufrieden mit mir? Also erstmal fühle ich mich sehr geehrt, dass du mich als deinen Mentor begreifst, Frank. Und ja, also wenn ich mir das so anschaue, bin ich sogar ein bisschen neidisch auf dich, ehrlich gesagt. Einmal wegen deiner Arbeitsmoral, denn du hast gar keine. Du arbeitest, wann du Lust hast, du schlägst dir auch mal andersweitig die Nacht um die Ohren, du wartest darauf, dass die Muse dich küsst und trotzdem kommen dann am Ende dabei so tolle Thriller raus. Nach Nummer 25 und Stirb zuerst warst du mit Das Fundstück letztes Jahr gleich auf der Spiegel-Bestsellerliste. Also wow, Respekt. Ich finde schon, dass du dich wirklich sehr gut entwickelt hast. Aber natürlich bin ich daran ja nicht so ganz unbeteiligt. Ich denke schon, dass du das ein oder andere bei mir... Ja. Also nächste Frage. Welche Ratschläge hättest du denn für mich? Worauf kommt es an in der Buchbranche? Ganz viel auf Zuverlässigkeit. Dass die Verlage wissen, dass sie sich auf dich verlassen können, dass du zuverlässig Bücher ablieferst. Aber auch, und das mal unter uns beiden, Frank, Freundlichkeit ist auch wichtig. Also man kann nicht immer schlecht gelaunt durchs Leben laufen, auch wenn es nicht so läuft wie geplant.
Und da musst du vielleicht schon mal deinem Alter entsprechend so ein bisschen an dir arbeiten. Andreas, du bist ja so ein richtiger Naturbursche. Wenn wir beiden zusammen in die Wildnis gehen würden, wer von uns beiden würde überleben und warum? Denn die Frage, Frank, kann ich dir ganz eindeutig beantworten. Ich würde überleben. Also du hast zwar einen wilden Namen, Kodiak, und kleidest dich auch immer ganz gern wie so ein Naturbursche, aber in Wirklichkeit bist du das gar nicht. Ich bin so ein richtiger Outdoor-Fanatiker. Ich bin dreimal zu Fuß über die Alpen gelaufen. Ich bin auf die höchsten Berge in den Alpen gestiegen und war in den tiefsten Tälern. Ich bin wochenlang mit einem Seekajak durch wilde Wasser gefahren. Ich bin getrackt am Polarkreis in Schwedisch-Lappland und da gibt es nichts außer wilde Natur. Ich war in den tiefsten Wäldern Kanadas und habe gelernt, dort mit Pfeil und Bogen zu jagen. Ich habe gelernt, wie man Tiere häutet und ausnimmt und wie man sie über dem Campfeuer zubereitet und wie man mit Dingen überlebt, die man in der Natur findet. All das hast du nie gemacht, Frank, und ich bin mir sicher, dass du relativ schnell verhungern würdest draußen in der Wildnis. Aber ich habe einen Tipp für dich. Du kannst dich darauf vorbereiten, und zwar mit einem richtig guten Buch. Das erscheint nächstes Jahr im April im Rowohlt Verlag und heißt Wilder wird's nicht. Ein Abenteuerbuch, geschrieben habe ich es. Zusammen mit meinem Freund Markus Knüffgen und mit dem habe ich viele Abenteuer erlebt und in dem Buch beschreiben wir, worauf es ankommt und was man in der Wildnis tun muss, um zu überleben. Also Frank, das würde ich an deiner Stelle lesen, dann kommst du zurecht. Okay, gut, das werde ich dann auf jeden Fall lesen, allein schon, weil du es geschrieben hast natürlich. Sag mal, Andreas, würdest du eigentlich mit mir tauschen wollen? Aber Frank, wir tauschen doch dauernd miteinander. Mal bist du ich, mal bin ich du. Wir teilen ein Büro, einen Kopf, ein Leben. Das ist ganz normal, dass wir dauernd miteinander tauschen. Das wird auch immer so bleiben. Aber damit du nicht ganz vergisst, wer dich erschaffen hat, habe ich dir in dein neues Buch Amissa eine geheime Signatur reingeschrieben. Die steht quasi auf jeder Seite. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass du sie nicht finden wirst. Und auch niemand sonst. Denn das bleibt allein mein Geheimnis. Okay, herzlichen Dank. Dann danke ich dir für das Gespräch. Das war ja wirklich sehr aufschlussreich. Ich werde wohl mein Buch jetzt noch mal lesen müssen. Wenn ihr mögt, ab 2. November gibt es Amissa in den Buchhandlungen und vielleicht helft ihr mir ja dabei, diese geheime Signatur zu finden, von der Andreas gerade gesprochen hat. Also ich weiß nicht, was er damit meint. Herzlichen Dank und alles Gute für euch. Ja, dann auch von meiner Seite. Tschüss und alles Gute.